In diesem Video geht es um das korrekte Kunststoffschweißen mit dem Eggersystem. Du kriegst alle Techniken und alle Informationen an die Hand, um alle Systemteile dauerhaft und dicht miteinander zu verbinden. Das Muffenschweißgerät hat ein Heizschwert aus Metall. An diesen werden die Schweißaufsätze befestigt. Diese bestehen aus einer Buchse und einem Dorn. Mit Hilfe einer Gewindestange werden diese an einen der Aufnahmepunkte am Heizschwert aufgeschraubt. Die richtige Arbeitstemperatur für das Eggersystem beträgt 260 Grad Celsius. Diese kann am digitalen Bedienfeld am Muffenschweißgerät eingestellt werden. Sobald es eingestellt ist, erhitzt sich das Gerät, das Heizschwert und auch die darauf angebrachten Schweißaufsätze. Vorsichtig, Gerät bitte immer vorm Arbeiten komplett aufheizen lassen und wir empfehlen auch aufgrund der hohen Temperaturen Sicherheitshandschuhe zu tragen. Bei der Kunststoffschweißung ist neben der richtigen Temperatur auch die Schweißzeit ausschlaggebend. Für das korrekte Schweißen werden die Systemkomponenten zügig auf den Schweißaufsatz aufgesetzt und das auch möglichst gerade. Nach der Schweißzeit von 4 Sekunden werden die Komponenten abgezogen und in der gewünschten Ausrichtung ineinander gesteckt. Eine Rotation der Komponenten nach dem Zusammenführen ist nicht gewünscht. Anschließend kommt eine Abkühlzeit von 3 Sekunden, in der wir die Komponenten händisch in Position halten. Ist eine oder beide der verbundenen Komponenten auf Spannung, wie zum Beispiel ein gebogenes Rohr, das miteinander verbunden wird, empfehlen wir die Abkühlphase länger zu gestalten, bis die Kunststoffschweißung merklich Stabilität hat und die Schweißung sicher ist. Im Eggersystem werden 3 verschiedene Größen an Schweißaufsätzen und dazu passenden Fittings verwendet. Der Schweißaufsatz 12 mm ist für Schweißungen im 16er Rohr und im Sammler zuständig. 12er Fittings haben einen geringeren Außendurchmesser und werden speziell dann verwendet, wenn ein geringer Aufbau von 20 bis 24 mm realisiert werden soll. Zu den 12er Fittings zählen der Innenwinkel Doppelnippel, der Innenwinkel Nippelmuffe, der Stopfen und der Doppelnippel. Der Schweißaufsatz 16 mm wird für alle Schweißungen außerhalb des 16er Rohrs und außerhalb des Sammlers verwendet. Die 16er Fittings sind in 12er Fittings bevorzugt zu verwenden. Durch den größeren Innendurchmesser wird weniger Widerstand im System aufgebaut. Allerdings resultiert dadurch der größere Außendurchmesser und sie können erst ab Aufbauhöhen von 24 mm verwendet werden. Zu den 16er Fittings zählen der Außenwinkel und die Außenmuffe. Der Schweißaufsatz 10 mm wird lediglich für Reparaturen benötigt. Sollte ein Register an der 10er-Leitung beschädigt werden, kann damit eine Leitung verschlossen werden und das Register bleibt somit funktionsfähig. Du siehst, das richtige Kunststoffschweißen ist keine Raketenwissenschaft. Wir wünschen dir viel Erfolg dabei.